Mein Name ist Kasper Flütsch. Ich bin Geschäftsführer von der Vitalmöbel AG in Serneuss. Ich habe ein Familienunternehmen. Meine Frau ist im Geschäft beteiligt und mein Sohn. Ich habe einen zweiten Sohn, der ist im Computerbereich tätig. Der tut unsere Webseiten designen und so weiter. Die Produkte, die wir machen, das ist viel mit Altholz. Möbel, die aus Mondholz geschlagen sind. Wir haben jetzt gerade das Konzept Bergschick entwickelt mit den Söhnen. Weiter bauen wir Wohnungen aus, Hotel, Restaurant, Baren und so weiter. Also unser Spektrum ist sehr vielfältig und gross. Als wir vor 10 Jahren die Schreinerei gebaut haben, haben wir Reserveland gehabt. Und da haben wir gesagt, komm, wir planen ein Projekt. Das handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Dann ging es um die Finanzierung gegangen. Und dort haben wir einen Partner gefunden mit der Wirbank, wo wir das Haus finanzieren konnten. Also ich hatte in der Unternehmerschule Kollegen, die dort mit wir stark geschafft haben. Und das hat mich fasziniert und das hat dazugehört zum Unternehmer, dass man das auch macht. In der Gegend hier hat es nicht viele, die mit wir arbeiten tut. Und dann bin ich halt dort einen Schritt voraus. Also ich platziere meine wir bei Lieferanten. Oder Auto kaufen, Maschinen kaufen, Gastronomie, da sind keine Grenzen gesetzt. Ich sage immer, es ist immer ein Gehen und ein Nehmen. Und ich würde allen sagen, los, das ist eine gute Sache, weil ihr könnt nur profitieren. Traditionelles mit Modernem verbinden, was für meine Möbel gilt, gilt auch für wir.